Ja, die Grundidee des World Wide Web ist ja, Dokumente zu vernetzen und Verbindungen zwischen verschiedenen Dokumenten herzustellen. Die Idee des Semantic Web ist eigentlich die nächste Stufe der Entwicklung des World Wide Webs hin zu einem vernetzten Wissensbasis, wo wir Daten, Informationen vernetzen können, die nicht nur menschenlesbar sind, sondern auch Maschinen verstehen können. Und dafür müssen die Daten in einem bestimmten Format organisiert sein, sodass Maschinen eben diese Bedeutung auch der Daten, der Informationen erschließen können und diese Verknüpfung verstehen können. Ein Enterprise Knowledge Graph verknüpft Wissen und Informationen, Daten in einem Unternehmen zu einem Netzwerk von Daten und Informationen. Ähnlich wie so ein semantisches Web, das Web Daten und Informationen organisiert, geht es beim Enterprise Knowledge Graph darum, das im Unternehmen zu strukturieren, verschiedene Datenbanken, Wissensbasen, Taxonomien zu vernetzen und da die Möglichkeit zur Analyse bereitzustellen und neue Anwendungen zu entwickeln. Durch die intelligente Verknüpfung von Informationen ist es möglich, besser zu reagieren, flexibler zu sein. Und dafür sind also solche semantischen Technologien von zentraler Bedeutung. Es wird ja sehr viel über Machine Learning, über künstliche Intelligenz gesprochen. Aber es ist natürlich so, wenn ich keine gute Datenbasis habe, dann kann auch künstliche Intelligenz schlecht Schlussfolgerungen ziehen, neues Wissen generieren oder Vorhersagen über die Zukunft machen, sondern es ist sehr wichtig, dass man dort auch sehr gut strukturierte, maschinenlesbare Informationen zur Verfügung hat, sodass künstliche Intelligenz, Machine Learning Algorithmen, Question Answering Systeme dann auch entsprechend gute Antworten auf Fragestellungen geben können. Dafür ist es eben auch sehr wichtig, Informationen semantisch zu strukturieren, mit Hintergrundwissen, mit offenen Datenquellen zu verknüpfen. Ein wichtiges Paradigma ist dort auch, Informationen in diesem Subjekt-Prädikat-Objekt-Paradigma zu organisieren, sodass ich kleine Einheiten von Wissen, von Informationen habe, die ich dann verknüpfen kann mit anderen Informationsquellen. Und auf diese Weise kann ich also so einen Wissensgraph zum Beispiel auch nutzen, um große Datenmengen zu annotieren, zu beschreiben und dann besser zu nutzen. Meine Vision ist natürlich, dass wir Technologien schaffen können, die Menschen unterstützen bei ihrer Arbeit, die Lebensqualität steigern, die für Gesellschaft Mehrwert bringen. Und das ist auch eine aktuelle Debatte. Natürlich können Big Data, KI-Anwendungen auch genutzt werden, um Effizienzpotenziale zu realisieren und am Ende Arbeitsplätze auch zu rationalisieren. Aber auf die gleiche Weise, denke ich, haben solche neuen Technologien auch die Möglichkeit, dass Neues geschaffen wird, dass neue Aufgabenstellungen, Menschen sich vielleicht mit Problemen widmen können, die auch mehr ihren Interessen entsprechen oder die für Gesellschaft wichtig sind. Und das müssen wir schaffen, diese Verknüpfung herzustellen von Big Data auch, dass Big Data hilft, gesellschaftliche Fragestellungen zu lösen und Menschen dabei zu unterstützen, die Gesellschaft weiterzuentwickeln.